Digitalpianos für Einsteiger. In dieser Testreihe schauen wir uns das neue Carvey CN201 an. Es ist das Nachfolgemodell des Carvey CN29. Im Vordergrund stehen für uns wie immer das Spielgefühl und das Klangverhalten, sowie natürlich die Frage an dich als Klavierlehrer, ist es für den Klavierunterricht geeignet? Da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Ich glaube, wir fangen erstmal an, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Würde ich auch sagen, ja. Das klingt wie ein teures Klavier, um ehrlich zu sein. Klingt sehr, sehr gut. Ja, auf okay, jeden du Fall. Spielst teuer, aber das klingt sehr ordentlich, finde ich. Also super Spielgefühl, Dynamik, alles da. Feine Abstufung möglich mit der Tastatur. Also hier ist ganz viel möglich, so auch für ambitionierte Spiele. Ansonsten ist das eine klassische Einsteiger-Tastatur, also gehobene Einsteiger-Level, würde ich mal sagen. Mhm. Da ist ja hier Ivory Touch. Da macht Carvey ja auch eine Differenzierung. Also es gibt zum Beispiel das KDP 120, das ist dann um die 1.000 Euro kostet das. Da nennt man es Kunststoffmatt. Das fühlt sich recht ähnlich an, aber das ist doch eine andere Beschaffenheit. Und hier ist halt das Ivory Touch, das auch schweißabsorbierend ist. Das kommt eben aus der Klaviertechnik. Da kann man sehen, Carvey ist halt ein traditioneller Klavierbauer. Auch. Ja. Also was mir gut gefällt, ist, dass diese Beschichtung nicht wirklich spürbar ist, sondern sie ist sehr dezent, aber trotzdem hat man... Das stimmt. Also einen guten Grip und ich schwitze tatsächlich immer ein bisschen so mit den Händen muss sagen, ist sehr angenehm trotzdem noch zu spielen. Also man hat jetzt nicht dieses Gefühl, dass da jetzt an den Tasten... Ja, es ist irgendwie so dazwischen. Das ist irgendwie schön glatt eigentlich, also handschmeichlerisch und trotzdem rutscht man aber nicht weg. Das ist... Genau. Das ist wirklich gut gemacht. Okay, wir hören die ganze Zeit hier einen tollen Sound. Das ist auch aus dem Hause Carvey ein Shigeru Carvey SKEX Konzertflügel. Mhm. Das ist so das Beste, das die im Hause haben. Und es klingt auch echt wie ein großer Flügel, oder? Bin sehr begeistert. Also finde ich... Wir können uns ja mal die anderen Sounds noch anschauen. Ich nehme mal die App dafür. Mhm. Die kann man per Bluetooth verbinden. Und das ist auch ganz hübsch aufgemacht. Da sieht man die Flügel und man streicht dann rüber. Das ist also der SKEX Concert Grand. Und dann haben wir noch den EX Concert Grand. Macht deutlich mehr Druck hier im Bass, ne? Ist also noch strahlender. Ja, finde ich toll, dass es eine echte Variation gibt zwischen den beiden Basisklaviersounds. Meistens sind die nur in marginaler Form unterscheidbar. Und hier merkt man doch deutlich, dass hier in den... Der hat dann noch eine... Ja, lass uns nochmal den anderen nehmen. Brillanz. Das ist jetzt der SKX. Deutlich anders. Hat mehr Präsenz in den Mitten und ist im Bass irgendwie noch weiter austariert irgendwie, also noch transparenter. Super, dass man zwei wirklich unterschiedliche Sounds hat, aber was haben wir noch? Oh, ein Upright. Upright Piano. Finde ich auch gut, dass so das Upright nicht so normal ist, das wirklich so oft so übertrieben Upright. Und so kann man es eigentlich auch immer noch so für normale Sachen auch so ein bisschen spielen, so ein bisschen popmäßig. Also finde ich irgendwie ganz nett, ist ein schöner, ist eine gute Wahl, so ein bisschen das nicht zu übertreiben. Ja? Weil am Ende spielt man ja doch nicht den ganzen Tag Saloon-Musik, sondern dann auch vielleicht irgendwie normale Sachen. Ja? Aber auch cool, ja. Ja, Saloon... Klaviersalon fällt mir da ein. Lass uns mal die Klassik-Sachen ausprobieren. Gerne. Würde ich sehr gerne auch noch hören. Mhm. Das Thema Klassik, da nehmen wir mal nicht das Upright. Das können wir vielleicht gleich auch noch einblenden. Ich nehme auch den SKEX Concert Grand. Ich benutze immer die Diabelli-Variation. Ich bin ja wirklich kein
Klassik-Experte, aber ich benutze das zum Testen. Und das eignet sich tatsächlich sehr gut, um bestimmte Artikulationen rauszuspielen. Ich habe da zwei Diabelli-Variationen, eine von Beethoven und eine von Schubert. Die von Beethoven hat ist markanter gespielt. Also von Pianissimo bis Forte geht alles super, lässt sich alles mit diesem einen Sound ausdrücken. Also auch stark, bei manchen Digitalpianos hat man das Gefühl, man möchte dann irgendwie einen speziellen Sound anwählen, der eben so strahlend wirkt. Aber mit dem, ich wette, mit dem kann ich auch sehr leise spielen. Hm. Nämlich die Schubert-Version ist getragener gespielt. Funktioniert hervorragend. Super, ja. Ja. Also merkt man auch bei der Tastatur, die hat eine Druckpunktsimulation. Da kann man also solche leisen Töne super, super, super gut ansteuern. Das ist ein Drei-Sensor-System. Also da gibt es dann eben diesen Druckpunkt, den man ganz leicht spürt. Und von dort aus kann man den Ton auslösen. Aus dem Tastenweg. Und das funktioniert hervorragend. Super gut. Upright. Dazu, oder das EX Concert Grand ist dann, das war im Bass so toll. Da kann man vielleicht eher solche Sachen spielen. Wunderschön. Funktioniert eigentlich sehr gut mit dem Bass und Upright. Das ist eigentlich sehr schön für Erik Satie. Sachen finde ich immer. Mhm. Stimmt, ja. Hat gleich so einen speziellen Ausdruck. Finde ich total schön. Kann man natürlich auch mit dem Flügel spielen. Aber klasse. Sehr schöne Tastatur, das gefällt mir sehr gut. Lass uns noch ein paar andere Sounds hören, bitte. Alles klar, vielleicht noch ein paar Worte hier zu der App. Ich finde das wirklich gut, gerade bei dem reduzierten Bedienfeld. Also man hat hier sogar ein kleines Display drin. Also man kann alle Funktionen bedienen, aber das hier ist natürlich, finde ich, viel, viel komfortabler. Also man hat auch da Zugriff auf diese ganzen Funktionen, wie den Virtual Technician. Man kann da die Seitenresonanzen einstellen. Und man findet natürlich hier auch noch weitere Sounds. Da gibt es jede Menge andere Sounds noch. Was haben wir da? Tyne Electric Piano. Fender Rhodes, wunderschön. Klingt schon auch amtlich. Klingt absolut amtlich. Man kann dann verschiedene Hall-Effekte einstellen. Und man hat auch einen Dual-Mode, also jetzt ist als zweiter Sound ein String-Ensemble dahinter. Zauberhaft. Ja, und das finde ich ganz übersichtlich hier. Man kann die Sounds schnell anwählen und auch die Balance einstellen. Das ist super gemacht. Also sehr schön. Jetzt habe ich hier den Flügel nochmal mit den Strings. Auch die Lautstärke wirklich dramaturgisch einsetzen. Ist ja toll. Das ist cool, ja. Super, super Sache. Es gibt sogar noch eine weitere App, die Carvey anbietet zu den neuen Pianos. Die nennt sich Pia Book Player und da geht es um Klavierlernen, im Groben gesagt. Also es gibt hier Lesson Books, da findet man so die klassische Klavierliteratur, Czerny, Burgmüller,
Canon sogar. Und das kann man zum Üben benutzen. Also das ist auch recht einfach. Man bekommt die Noten angezeigt und es spielt. Und man kann dann eigentlich beide Hände getrennt üben. Das sind letztendlich die Übungsfunktionen, die auch im Instrument gespeichert sind. Also man kann sie auch hier starten. Bloß finde ich das hier sehr schön. Man bekommt eine ganz andere Visualisierung des Ganzen. Also das ist übersichtlicher von der Inhaltsangabe. Und man bekommt natürlich auch die Noten dazu, die man leider nicht vergrößern kann. Aber doch so. Man kann die dann inzwischen so ein bisschen vergrößern. Nettes Feature auf jeden Fall. Das finde ich super. Ja, musste jetzt nicht spielen. Aber ist auch von der Anwendung sehr einfach. Ich schalte jetzt mal wieder um zu der Piano Remote App. Und da können wir jetzt an den Sounds schrauben. Das ist wunderbar. Ja, da können wir eigentlich zusammenfassen. Das ist ein ganz solides Einsteiger-Digitalpiano, finde ich. Mit allem drum und dran, was man an Technik braucht. Metronom und Layer und Duettfunktion. Für den Klavierunterricht sind das tolle Funktionen. Die Tastatur, Klang, das gefällt mir alles sehr gut hier, auch mit der App. Kann man das für den Klavierunterricht empfehlen? Auf jeden Fall. Ein tolles Instrument, gerade für den ambitionierten Einsteigerbereich geeignet. Eine tolle Tastatur, tolle Pianoklänge. Die Möglichkeit mit der App kann man sehr spielerisch Dinge einstellen und die Klänge erforschen. Mhm. Rundum tolles Paket, also eine absolute Kaufempfehlung für den Klavierunterricht, aber auch für Leute, die gerne Klavier spielen. Ja, und Spaß macht es letztendlich auch. Auf jeden Fall.